Vielleicht machen wir das Lager jetzt tatsächlich irgendwo hier so hin. Hier so eine Stahltür her erstmal. Das können wir ja dann danach immer noch alles abreißen, ne? Und so. Aber damit das hier erstmal so passt. Kurz mal schauen. Minus 19 passt wunderbar. Zone. Hier weg. Ach, Kacke, jetzt habe ich. Ich habe versehentlich. Obwohl, warte, die Einstellungen müssten noch passen, ne? Ja, Einstellungen haben wir noch gespeichert gehabt. Wunderbar. Genau, Medizin. Drogen kommen da rein. Brei und Sirup. Bierwürze kommt hier rein. Und alles, was pflanzlich ist. Ein bisschen die Temperatur im Auge behalten. 10 Grad, das ist gerade noch so in Ordnung. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Die Höhlenunion kommt zum Wildern daher. Schon wieder so ein Offi. Und hier das Gürteltier. Und Bichan ist auch dabei. Bichan sieht richtig wütend aus. Oh, Bichan sieht so wütend aus. Wahnsinn. Schaut es euch mal an, wie wütend die ausschaut. Holy shit, ist die wütend. Die Frage ist, was wollen die hier wildern? Wollen sie uns wildern oder? Ja, offensichtlich wollen die uns wildern. Hey, aber das ist eigentlich eine mega Gelegenheit. Lass sie abknallen. Die haben nur Nahkampfwaffen, glaube ich. Gratis Essen. Oh, nee, 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 nicht das Ding zerstören. Nicht die Windturbine zerstören. Das ist eine schlechte Idee, Leute. So, Essen. Essen ist fertig. Da kommt ein Steak mit einer Keule um die Ecke. Jawoll, ja. Essen ist fertig, Kinders. Gönnt euch. Sehr schön. Heute gibt's Bichan. Ach, den wollten sie jagen, ne? Free Chaos hier. Das machen aber wir jetzt. Das machen wir! Er will fliehen! Nicht mit uns. Sind ganz schön mager, die Jungs und Mädels. Möchte ich anmerken. Da kommt nicht viel Fleisch rum, du. Naja. So. Wie schaut's temperaturmäßig aus? 14 Grad. Ja, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Was wir jetzt brauchen, ist eine elektrische Stein... nicht eine Stopp. Eine elektrischen Nähtisch brauchen wir. Da können wir nämlich das ganze alte Zeug hier mal verarbeiten.
Ich glaube, Bombi mag mich nicht. Nee, nee, ich hab dich sogar zum Fressen gern. Ah, dann stellen wir hier nochmal eine Heizung rein. Die grauen Füchse greifen an. Kinder, Kinder, es gibt Essen. Der Sir kommt. Ah, ist das schön. Achso, der heißt gar nicht Sir, der heißt Beechan eigentlich. Sieht sehr entspannt aus, der gute Mann. Vorratskapselnkleidung. Oh, eine Autoritätsmütze. Respektiert meine Autorität! Ah, lass ihn mal angreifen, den guten Mann. Ja, okay. Jetzt gehen wir mal raus. Begrüßen den guten... Oder die gute... Geht wieder rein, verblutet von selbst. Wollen wir den brauchen? Auch wieder schwerer Knochen, ne? Wahnsinn. Vielleicht fällt die nämlich so um. Und dann können wir sie noch entkleiden. Das wäre geil. Okay. Knall sie ab, bevor sie uns noch irgendwas zerlegt hier. Mann. Gut, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir das ganze alte Zeug hier recyceln. Das heißt, erstmal verunreinigte Kleidung immer weg. Dann Kleidung, die weniger als 50% Trefferpunkte hat, auch immer weg. Später dann packen wir noch übel unser Zeug dazu, aber jetzt erstmal nicht. So. Und das kann nur Rubber machen. Ich finde sehr schön. Ich finde diesen Schneemann in unserem Nahrungslager sehr, sehr schick. Der gefällt mir sehr gut, der Schneemann. Ja, so langsam aber sicher kommen wir hier zu Potte, ne? Das ist gut. Jetzt stellen wir hier mal ein, bis wir 20 haben. Das reicht uns erstmal. Wichtig ist, dass wir hier jetzt mal die Lüftungen so langsam aber sicher einbauen. Das können wir jetzt eigentlich erstmal abbrechen. Solange wir hier die Lüftungen haben, dann können wir nämlich auch Türen einbauen. Ist echt kalt hier drin, ne? Nicht gut. Ein paar Leute kommen vorbei. Wäre schön, wenn wir mal einen Händler bekommen würden oder so. Ach, hier oben haben wir ja auch noch Zeug, ne? Das muss mal alles noch weggebracht werden. Dem Tom geht's nicht gut, der hat starken Entspannungsmangel. Ja, aber dann spiel doch hier. Dafür ist auch dieses tolle Spielchen da, was war. Ich meine, ich kann ja auch noch einen Schachtisch hier reinstellen, wenn du möchtest. Für dich tue ich alles, Tom. Wir müssen gleich mal unser Lager hier erweitern. So, hier mal die neue Lagerzone reinmachen. Einstellungen kopieren, Einstellungen einfügen oder kommt das Tier weg?
okay, gut. Passt soweit. Ich glaube, wir haben so die großen Anfangsproblematiken. Ich glaube, die haben wir jetzt hinter uns. Wobei mich immer noch interessieren würde, ob die angeln gehen. Ob der Tom tatsächlich angeln geht, wenn man ihn denn lässt. Was natürlich jetzt auch noch genial wäre, wenn wir uns hier jetzt so ein paar Mützen herstellen. Und Parker. So, was wir hier jetzt machen können. Nicht die leckere Mahlzeit, hallo. Mal 4 möchte ich gerne. Und in Sachen Fleisch ist alles erlaubt. Dann geht der Spaß ein bisschen schneller. Hier können wir das Planning entfernen noch. Ja, hier ist dann der Ancient Danger. Da müssen wir uns auch was überlegen auf Dauer. Und wir brauchen Stahl. Obwohl, das war das dämlich. Wir haben ja hier drin Stahl. Oh ja, sogar eine ziemlich große. Das ist ein ziemlich großes Vorkommen. Nice. Strommäßig sieht's gut aus. Hier kommt auch so langsam aber sicher ein bisschen Ordnung rein. Ha, toll. Dann können wir hier jetzt dann Türchen einbauen. Das Ganze so ein bisschen beobachten. Hier haben wir nämlich noch keine Lüftung drin. Aber die bauen wir gleich noch ein. So. Oh, Sonnenfinsternis juckt uns nicht großartig. Tom ist verwirrt, weil der Parker verunreinigt war. Naja, so ist das Leben, Tom. Obwohl, ich war mir drin mittlerweile. Nur das Nahrungsmittelproblem müssen wir noch irgendwann lösen. Das ist durchaus möglich. Aber dazu müssen wir erstmal eine andere Forschung noch machen. Und dazu brauchen wir einen Haufen Strom. Leider. Also fürs Erste geht's uns gut, aber auf Dauer
wird das gefährlich werden. Die Rettung von David. David wird in einem Lager. Ja. Ja, ich kann nicht raus. Tut mir leid, David, aber ich kann hier nicht raus. Sorry. Wir erfrieren, wenn wir rausgehen. Wenn wir unser Loch verlassen, dann erfrieren wir. Oh ja, Bauteile, nice. Wir haben hier tatsächlich so ein paar Tierchen herumlaufen, das ist gut. Vielleicht vermehren die sich ja. Für uns. Oh, warte mal. Ein Weltenbummler namens Rai stürzt in der Nähe mit einer Transportkapsel ab. Muss hin. Ich akzeptiere den. Dann brauchen wir aber jetzt erstmal einen Platz für den. Den müssen wir nämlich retten. Das ist doch Offi. Ist doch gar nicht der Rai. Minus 43 Grad. Und ich schicke natürlich die raus, die noch keinen Parker hat, ne? Das ist nicht so schlau gewesen. Hoffentlich geht sie nicht zu Boden. Hoffentlich bleibt sie stehen. Kacke. Das war dumm. So ganz dezent dumm. Scheiße. Kacke. Na, dann laden wir nochmal neu. Mist. Das ist ein kleiner Fehler, weil du nicht nachdenkst. Schon ist der Offi weg. Ne, da ist er ja. Da ist der Offi, guck mal. Ein Sabertooth Squirrel. Müssen wir hier natürlich wieder alles ausbuddeln, ne? Das Leben ist schön. So, Planning können wir wieder wegmachen hier. Hier läge auch noch Essen draußen, das müsste man vielleicht mal holen. Kann ja der Tom gleich mal beschaffen. Wenn er schon mal wach ist. Ich glaube, wir setzen jetzt hier einfach die Wand, das ist schneller, als wenn wir das alles glätten, oder? Und die Steine haben wir ja.
Wie sehen die Temperaturen aus? 17, 15, es ist gerade ein bisschen kalt draußen, aber nur ein bisschen. So, dann machen wir hier mal eine schöne Lüftung rein.